Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus. Dieser Satz kam gerade zu mir, als ich hier draußen in der wunderschönen verschneiten Natur zwei Krähen beobachtete, die sich hier am Himmel gejagt haben. Und da habe ich mir gedacht, okay, wofür steht das Symbol? Und da kam mir eben der Gedanke, eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus. Was heißt das jetzt im Kontext von sexualisierter Gewalt? Es kann natürlich viel bedeuten. Bei mir hat es das Thema wachgerufen, das so viele Betroffene erleben, dass sie von den Menschen, die wir Täter nennen, also Menschen, die sie missbrauchen, die sie quälen, die sie foltern, die sie manipulieren, dass sie zu Mittätern gemacht werden. Und zwar natürlich aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe kann sein, dass der Täter das als unglaubliche Macht empfindet, einen anderen Menschen, also sein Opfer, so manipulieren zu können und dahingehend manipulieren zu können, dass er oder sie Dinge tut, die er oder sie freiwillig, also das Opfer, nie getan hätte. Nämlich eben auch zum Täter wird. Das heißt, da werden Kinder gezwungen, Tiere zu quälen, jüngere Geschwister zu quälen, zu missbrauchen, auf sie zu ruinieren oder zu defizieren, sie zu unterdrücken und so weiter. Und werden damit natürlich vom Täter auf eine gewisse Art und Weise auf seine oder ihre Seite gezogen. Und somit kann sich der Täter, die Täterin sicher sein, meint er oder sie zumindest, dass das Opfer aus Schuld- und Schamgefühlen viel weniger bereit sein wird, gegen den Täter, die Täterin auszupacken. Der Täter, die Täterin holt also das Opfer auf seine, ihre Seite. Boah, das ist ziemlich krass. Und das, was jetzt vielleicht wie so eine Horrorgeschichte aus Whateverland klingt, ist etwas, was sehr, sehr häufig passiert. Sehr viele Betroffene haben mir davon berichtet, wie sie eben zum Beispiel gezwungen wurden, ein Haustier zu quälen, wie sie gezwungen, angehalten, manipuliert wurden, sexuelle Handlungen an jüngeren Geschwistern vorzunehmen, wie ihnen suggeriert wurde, wie toll, wie machtvoll, wie erhaben das Gefühl ist, einen anderen Menschen zu unterdrücken und wie sehr auch sexuell erregend das Ganze sein kann und so weiter und so fort. Und diese Menschen, diese Betroffenen, haben so mit sich gerungen, weil sie in ihrem Kern, in ihrem Innersten das Ganze nicht wollten. Und weil sie in dieser furchtbaren Lage, in der sie als Kinder, als Jugendliche waren, für sich keinen anderen Ausweg wussten, weil die Übermacht des Täters, der Täterin, einfach so unfassbar groß war. Und ich weiß von den Kämpfen vieler Betroffener, die ich auch begleitet habe, sich von dieser eigenen aufoktroyierten Täterschaft zu lösen und somit aus diesem magischen, in diesem Fall negativ magischen Bann auszubrechen, sich mit dem Täter, der Täterin solidarisiert haben zu müssen. Also das ist echt wie so ein Fluch, möchte ich fast sagen, wie so eine negative Verschwörung, gut, Verschwörung ist immer negativ, Verbindung des Täters mit dem Opfer, das dann auch zum Täter werden musste, wo das Opfer, der Betroffene, unglaubliche Schwierigkeiten hat, da auszubrechen. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus und somit kann sich der Täter, die Täterin sicher sein, ziemlich sicher sein, dass eben das Opfer den Mund hält. Ich selbst habe das so nicht erleben müssen, Gott sei Dank. Ich habe es aber in einer schrecklichen Situation in meinem eigenen Leben als Kind mit ansehen müssen, wie jemand auf die andere Seite gezogen wurde. Und gezogen wurde ist noch eine harmlose Beschreibung.
geprügelt, geschlagen, vergewaltigt wurde. So sehr, so lange, bis dieser Mensch innerlich gebrochen ist. Das sind unfassbar furchtbare Momente. Und dennoch bin ich der Meinung, gerade deshalb bin ich der Meinung, dass es so wichtig ist, hier zu kämpfen. Und ich habe auch Menschen erlebt, die diesen dunklen Bann haben durchbrechen können, die das radikal aufgedeckt haben, was sie erleben mussten, was sie unter Druck mit der Pistole am Kopf, mit dem Messer am Hals, manchmal im übertragenen Sinne, manchmal aber auch ganz real, was sie haben tun müssen und wie sie zum Teil manipuliert eben auch Gefallen daran gefunden haben, andere Menschen zu erniedrigen, zu quälen, sie zu vergewaltigen, sie zu missbrauchen. Und diese Menschen, diese Betroffenen, haben es aber geschafft, durch die radikale Akzeptanz und das radikale Bloßstellen dessen, was sie erleben mussten und haben tun müssen und getan haben, sich davon zu distanzieren, sich davon zu befreien und aus diesem Bann auszubrechen, dass einer Krähe einer anderen eben kein Auge aushackt. Sie haben erkannt, dass sie eben nicht zu den Krähen gehören, ohne jetzt diese Tiere, die ja total unschuldig sind, zu stigmatisieren. Sie haben für sich erkannt, dass sie nicht dazugehören, zu denen, die lebensverneint, menschenverachtend sind, sondern dass sie anders sind. Und dass sie sich anders verhalten und dem Leben und anderen Menschen anders begegnen wollen. Das geht, das funktioniert. Das ist ein hartes Stück Arbeit, ganz klar, aber es geht. So viel hier erstmal aus dieser wunderschönen Natur von meinem Morgenspaziergang.